Können wir vielleicht alle mal aufhören mit dieser beschissenen Elon Musk-Verehrung? Ja, er hat Kohle. Knapp 240 Milliarden. Mehr als die Hälfte vom Jahreshaushalt der Bundesregierung. Aber er gibt's auch nur für Schwachsinn aus. Ähnlich wie die Bundesregierung. Seine Firma Neuralink baut Hirnimplantate. Dann können wir unsere Gedanken direkt mit Computern verbinden. Will ich gar nicht, wenn ich mir vorstelle, direkt mit meinem scheiß Windows 11 Rechner verbunden zu sein, möchte ich mich sofort selber runterfahren. Und wer bitte kauft Twitter und warum? Um es in X umzubenennen? Die Plattform bleibt doch dieselbe sinnlose Hassmaschine, wo ein User namens Elon Musk die deutsche Flüchtlingspolitik kritisiert und Wahlaufrufe für die AfD teilt. Die haben sie doch ins Gehirn getwittert bzw. geXt.